Hey Lieben, ich bin Sophia und ich habe wieder ein neues Video für euch und zwar ein DM-Haul. Ich war mal wieder bei DM und ich habe mal so geguckt, wie lange mein letztes Video schon her ist und es war echt lang. Also ich war wirklich lang nicht mehr bei DM so einkaufen wie jetzt. Ich habe nämlich all meine Duschgels aufgebraucht und habe deswegen jetzt mal für Nachschub gesorgt, weil ich stand dann letztens in der Dusche, dachte so, oh. Ich habe ja gar nichts mehr und da musste ich einkaufen gehen. Ich habe auch ein paar neue Produkte eingekauft, ein paar Basics und ja, ich würde sagen, ich zeige euch die alle mal. Und ich freue mich mega mal wieder einen DM-Haul zu machen, das kann ich ja nicht anders sagen. Ich fange direkt mal an mit dem ersten Duschgel und zwar habe ich hier diese Cremedusche in Himbeere-Limette. Die riecht richtig, richtig schön frisch, einfach so nach Sommer und das hat mir mega gefehlt, weil ich hatte nur noch solche nach Pflege riechenden Duschgele, die ich jetzt aufgebraucht habe in letzter Zeit und ach, das war so langweilig und das ist einfach richtig frisch und fruchtig und deswegen freue ich mich mega, das zu benutzen. Ich finde die Duschgels von DM ja eh mega gut, also ich finde die riechen wirklich lecker und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eh optimal. Dann habe ich hier nochmal ein Duschgel und zwar ist das Granatapfel-Pfirsichblüte. Da muss ich jetzt nochmal dran riechen, da weiß ich nämlich nicht mehr, wie das genau riecht. Ja, es riecht auch echt mega fruchtig, richtig süß und genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Dann habe ich hier noch ein Duschgel, das dürftet ihr auch schon kennen, das ist dieses After Sun Duschgel. Ich weiß, die Sonne scheint jetzt noch nicht so extrem, dass ich hier von After Sun reden muss, aber ich liebe den Geruch, der erinnert mich an Urlaub, an Sommer, weil ich das auch immer im Urlaub mit habe und ich habe es das erste Mal im Urlaub benutzt, deswegen kaufe ich mir das immer zwischendurch, um so ein Urlaubsfeeling zu haben. Ich finde, es riecht richtig gut und es steht inzwischen auch beim Duschgel, habe ich gesehen. Früher stand es nur bei den After Sun Produkten und jetzt steht es auch beim Duschgel. Ja und theoretisch soll es auch noch Sonnencreme-Rückstände besser entfernen und Salzwasser und Chlor und sowas, aber für mich geht es da echt nur um den Geruch. Und dann habe ich noch diese Duschgel in Buttermilk Lemon mitgenommen. Das riecht auch richtig lecker. Ist wieder so ein bisschen pflegend, also ach, wegen diesem Buttermilchgeruch. Aber es riecht wirklich super, super lecker. Einfach wie so ein Joghurt. Ich will das am liebsten essen. Probiert das bitte nicht aus. Dann habe ich einmal Shampoo mitgenommen und zwar dieses Riesending hier. Das ist die Exklusiv-Supergröße. Das ist das Shampoo, was ich momentan immer benutze. Das ist von L'Vital, das Dream Length Shampoo. Und die Spülung und die Haarkur habe ich inzwischen aufgebraucht. Ich benutze also nur das Shampoo und habe noch eine andere Haarkur. Die benutze ich aber nicht so oft. Also ja, meistens benutze ich nur Shampoo und dann Haaröl. Das hält sich ja aber ewig, deswegen muss ich das nicht so oft nachkaufen. Aber das Shampoo, ich habe sonst auch immer eins von Schwarzkopf benutzt, aber das finde ich nicht. Ich glaube, das haben die aus dem Sortiment rausgenommen. Da bin ich echt traurig drum, aber ein Shampoo reicht ja eigentlich auch. Dann habe ich mir noch Trockenshampoo mitgenommen. Das ist das von Balea in Braun. Also das hat so leicht Farbe drin und ich habe zwar rötliche Haare, die jetzt glaube ich auch mega dunkel in der Kamera aussehen und sie sind auch dunkler geworden, aber man sieht jetzt nicht, dass das braun ist und meine Haare nicht genau die Farbe haben und es ist um einiges billiger als das von Batiste, das habe ich ja sonst immer benutzt, aber jetzt gucke ich da wirklich auf die Kosten und kauf mir das günstigere, gebe ich ja ehrlich zu. Dann habe ich hier Wattepads geholt. Die sind super uninteressant, Sophia. Die hätte ich auch direkt rausnehmen können. Und einen Wattepad-Spender, den wollte ich noch kurz zeigen, weil ich hatte ihn bisher noch nicht. Und ich glaube, der wird mir so viel nützen. Im Badezimmer wollte ich den einfach hinstellen. Dann habe ich mir noch kleine Muffinförmchen gekauft. Die gehören jetzt nicht so in den Beauty-Bereich, aber da wird auf jeden Fall noch was Muffinartiges auf euch zukommen. Dann habe ich hier noch, ja, einen Waschschaum gekauft für ein Bad. Nicht für mich, sondern für meinen Freund. Ich hoffe, der probiert das aus. Wetten, der benutzt es eh nicht, aber ich habe das mal mitgenommen. Das hat mich so angelächelt. Ja, es riecht einfach ein bisschen männlich, würde ich sagen. Ich kann den Geruch gar nicht beschreiben. Es riecht nach Mann. Ich werfe das jetzt einfach mal so zwischendurch ein, weil ich das gerade hier rausgenommen habe. Ich habe mir auch was zu essen mitgenommen. Eigentlich hatte ich vor, einen Foodhaul zu machen, aber ich muss sagen, dass mich das gar nicht alles so angesprochen hat. Also ich meine, da gibt es Quinoa, da gibt es viele Bio-Sachen und Reiswaffeln in Bio-Qualität und bestimmt alles super, aber das kaufe ich inzwischen lieber im Supermarkt ein, beziehungsweise allgemein lieber im Supermarkt, weil die haben jetzt auch Quinoa, die haben auch Chiasamen, alles was ich so brauche. Und deswegen hat mich da ehrlich gesagt gar nicht so viel gereizt. Aber dieser rote Linsenaufstrich schon, der ist mega lecker. Den hatte ich schon mal. Und der hat auch gar nicht so viel Fett. Also ist nicht so wie Hummus. Der hat nämlich nur 1,3 Gramm Fett pro 100 Gramm.
72 Kilokalorien, 2,9 Gramm Eiweiß, jetzt nicht so viel, 4,3 Gramm Zucker, auch nicht viel, aber ja, schmeckt mega, mega lecker, also haltet mal danach Ausschau. Wenn ihr gerne Hummus mögt, aber vielleicht nicht so viel Fett essen wollt wie in Hummus. Boah, ich habe schon wieder vergessen, dass ich das hier gekauft habe. Ich hätte mir beinahe letztens noch eine gekauft. Und zwar ist das eine Cremeseife, Ginger Lemon. Die riecht auch mega, mega lecker. Ich rieche nochmal dran. Ja, einfach so ein bisschen frisch und schon ein bisschen nach Seife. Also sie riecht jetzt nicht so intensiv wie das Duschgel, finde ich. Aber sie hat ein mega süßes Design, finde ich. Und so Ginger Lemon, das passt ja ganz gut. Ich habe auf jeden Fall neue Seife gebraucht und deswegen habe ich mir das einfach mitgenommen. Seien wir ehrlich. Manchmal kaufen wir wirklich nur Dinge, weil wir sie brauchen. Dann habe ich mir hier noch so ein XL-Pack von Schminktüchern mitgenommen. Also Kosmetiktüchern. Die sind ja ein bisschen dünner als Taschentücher. Und die brauche ich einfach für meinen Schminktisch. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin auch ein bisschen krank. Und da brauche ich sowas auch. Also ich benutze sowas durchaus auch mal als Taschentuch. Dann habe ich mir noch zwei solche kleineren Sachen gekauft. Einmal habe ich mir Ohrringe nachgekauft. Und ihr fragt mich immer, immer, immer wieder, wo ich die her habe. Das sind diese kleinen Ringe. Die sind so vergoldet. Und die habe ich tatsächlich von DM. Also von Evelyn. Kosten 5,95 Euro und ich glaube, ich habe die inzwischen schon 4-5 Mal nachgekauft, weil die nach einer Zeit natürlich trotzdem so ein bisschen anlaufen, auch dadurch, weil ich immer viel Sport mache, meine Kopfhörer auf habe. Da sind die natürlich immer ziemlich belastet, sag ich mal, und gehen dann auch schneller kaputt, aber die finde ich wirklich sonst mega, mega schön. Ihr könntet öfter gefragt werden, ob ihr einen Tunnel habt, weil das natürlich ein bisschen so aussieht wegen dem Kreis. Dann habe ich mir auch noch Zopfgummis nachgekauft. Mir sind irgendwie alle kaputt gegangen und den Rest habe ich verloren. Also ich habe tatsächlich nur noch ein Zopfgummi, was ich hier dran habe, in meiner gesamten Wohnung und ich sage euch, das ist kein schönes Gefühl. Deswegen habe ich mir schnell welche nachgekauft. Das sind 4 Stück. Auch von der Eigenmarke. Es gibt dann natürlich auch noch teurere, auch noch bestimmt billigere. Aber ich denke mal, die von DM sind ganz gut. Dann habe ich mir noch das Micellenreinigungswasser nachgekauft von Garnier. Einfach das ganz normale. Eigentlich wollte ich mir noch das gegen wasserfestes Make-up kaufen. Das habe ich ja sonst auch immer. Aber ich habe noch einen alten Make-up-Entferner gefunden, der auch ölhaltig ist. Und deswegen brauche ich den erstmal auf. Also wie gesagt, bei mir steht noch erstmal Aufbrauchen an von allen möglichen Sachen. Und nur das, was ich wirklich brauche, kaufe ich nach. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und zum Schluss habe ich mir auch noch 2 Make-up-Produkte nachgekauft. Und das eine sieht schon ein bisschen demoliert aus, weil ich das schon benutzt habe. Und zwar ist das von L'Oreal, das Perfect Match Make-up. Leute, ich habe wirklich mein gesamtes Make-up aufgebaut. Vielleicht so 1, 2 habe ich noch, gebe ich zu. Die sind momentan zu hell. Aber ich habe mein ganzes Make-up aufgebaut. Wie krass ist das bitte? Aber ich habe deswegen natürlich auch Neues gebraucht, weil plötzlich schminkt man sich und dann hat man keins mehr. Und das ist die Farbe 1.5N. Ja, ich finde das Perfect Match Make-up allgemein mega gut. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten in der Infobox, falls ihr euch das anschauen wollt. Die haben super, super viele Farben, verschiedene Untertöne und da findet wirklich jeder was. Und dann habe ich hier noch den passenden Concealer mitgenommen, einfach um ihn mal auszuprobieren. Sonst benutze ich ja immer den von Catrice sehr gerne. Das ist halt der Perfect Match oder True Match Concealer in der Farbe, wo steht's denn? 1N. Ich glaube, das war einfach die hellste Farbe. Und hier finde ich den Applikator ziemlich gut. Also das ist so ein flacher Applikator und da kann man so richtig Concealer draufschaufeln. Boah, das brauche ich ja auch immer, weil ich so Augenringe habe. Aber ja, die beiden Produkte gefallen mir auch mega. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare, was ihr in letzter Zeit so bei DM gekauft habt und ob ihr vielleicht auch gerade auf dem Aufbrauchen-Trip seid. Ich poste ja auch regelmäßig aufgebrauchte Videos, da seht ihr immer so, welche Fortschritte ich mache und was ich so aufbrauche, wie ich das finde und seht ja auch, ob ich mir das nachgekauft habe oder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss! I should not show more.